möchte dich heute noch mal auf etwas Cooles hinweisen. Und zwar ist das unsere Broschüre Der Spaziergang. Das ist ein Büchlein, was im Stil eines evangelistischen Traktats gemacht ist, aber aufwendiger, viel aufwendiger, wo Menschen durch eine Geschichte hingeführt werden, zu einem Übergabegebet, Jesus als Herrn und Retter in ihr Leben aufnehmen können und so weiter. Es ist, denken wir, eine sehr gute, hilfreiche Sache, ein Werkzeug, mit dem man evangelisieren kann und Menschen erreichen kann. So, und das ist hier dieses Heft, Der Spaziergang. Und da kannst du deinen Namen reinschreiben, damit die Person weiß, wo sie sich hinwenden kann, einfach als Kontaktpunkt. Dann gibt es diese eigentliche Story. Und ganz hinten gibt es dann eine Entscheidung für Jesus, meine Entscheidung für Jesus. Wenn jemand das Übergabegebet sprechen möchte, kann er es hier ausfüllen, hat also den Nachweis für sich. Jawohl, an dem und dem Tag habe ich mein Leben Jesus gegeben, ist von der Seite sauber aufgebaut. Hier ist dieses eigentliche Gebet, willst du Christ werden, mit einem vorformulierten Übergabegebet, mit Fragen, die beantwortet werden, ein paar, mit Hinweisen über so die ersten Schritte im Glauben. Dann auch für Leute, die schon mal mit dem Glauben zu tun hatten, wo man sagt, ich möchte einen Neuanfang mit Jesus machen. Ja? Und auch da Fragen, die beantwortet werden. Und das Ganze ist kostenlos. Das wird durch Spenden bei unserem Dienst Gotteshaus finanziert. Menschen geben dafür Spenden, damit sie sagen, ja, wir wollen, dass dieses evangelistische Büchlein unter die Leute kommt. Und du kannst es bei uns gerne bestellen. Aber es ist nichts, wo wir sagen, das ist was, was man so flächendeckend in die Briefkästen wirft oder sowas. Nein, das ist etwas, wo du deine Daten angibst, damit du als Kontaktperson für jemanden, der sich für das Evangelium interessiert, zur Verfügung stehst. Und es ist gut, wenn du für die Menschen betest und es dann sagst, hier, ich gebe dir das mal, ich glaube, das ist etwas, eine coole Story, die du einfach mal lesen kannst. Vielleicht ist das was für dich. Und wenn nicht, dann nicht. Ja, wichtig ist, dass wir in dieser Zeit, in der wir uns befinden, das Wort Gottes weitergeben. Die Story, die hier drin ist, ist, na, ich sag mal, so eine Fantasy-Story. Und es wird für Leute, die mit dem Glauben wenig zu tun haben, ist es, denke ich mal, ein guter Punkt, die abzuholen. Vor allen Dingen, wenn es ums Thema Krankheit oder Tod oder sowas geht. Es ist super geschrieben für Esoteriker, Leute, die in dem Bereich sind. Und wir schicken es dir gerne auch erstmal eins zu, dass du es dir anschauen kannst, ob das was für dich ist. Und ansonsten kannst du das bei uns bestellen. Wir haben schon viele, viele Tausende davon versandt einfach, weil wir glauben, dass es etwas ist, wodurch Menschen für Zeit und Ewigkeit gerettet werden. Der Spaziergang. Habe ich gemeinsam mit meiner Frau geschrieben und wie gesagt, schreib uns an oder bestell es über unsere Webseite, kannst du gerne da bekommen. Falls du es bei uns über den Shop bestellst und du bestellst es nur, also nur die Broschüre, ohne weitere Produkte, dann ist es so, da wird automatisch eine Versandkosten dir bestätigt. Die entfallen dann natürlich, weil das verschicken wir ohne Versandkosten, es sei denn, du bestellst noch irgendwelche anderen Produkte dazu. Nur, dass du das weißt, dass du da nicht irritiert bist, das können wir leider nicht ausschalten. Okay, also von daher herzliche Einladung, dir das mal zu bestellen oder reinzuschauen. Kannst auch auf der Webseite dir als PDF ansehen, online, wenn du erstmal gucken willst, wie das aussieht. Und wir beten dafür, dass Menschen gerettet werden. Und das hier ist ein wichtiges Tool, gerade in so einer Phase, wie es jetzt ist. Und wir sollten die Zeit wirklich nutzen und auskaufen. In dem Sinne, Gott hat mehr für dich.